Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Mit uns sitzen Sie im richtigen Boot. ASG Bildungsforum. Menschen in der Kirche 2.0. Das Magazin für kirchliche Themen aus Düsseldorf. Zusammengestellt und präsentiert von einem Redaktionsteam der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforum. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Menschen in der Kirche 2.0. Mein Name ist Laura Eckbers und ich führe Sie heute Abend durch die Sendung. Heute Abend geht es um das Kaufhaus Wertvoll, das Sozialkaufhaus der Caritas an der Harfstraße 40 in Wersten. Barbara Baumann und Stefan Eckbers haben das Kaufhaus besucht und wurden dabei von drei Mitarbeitern des Kaufhauses begleitet, die sich Ihnen kurz vorstellen. Wir sind heute zu Gast im Caritas Kaufhaus Wertvoll und als Gesprächspartner sitzt mir gegenüber Herr Roger Weise. Herr Weise, können Sie sich vielleicht kurz einmal vorstellen? Ja, hallo, Roger Weise. Ich bin hier technischer Anleiter im Kaufhaus Wertvoll, seit September 2015 im Dienst. Mein Hauptaugenmerk ist letztendlich der reibungslose Verkauf im Kaufhaus, Ablauf und auch alles, was rund um das Kaufhaus passiert, versuche ich so gut wie möglich zu arrangieren. Herr Weise ist aber nicht alleine zum Gespräch gekommen. Nebenan sitzt Rebecca Ellmann. Frau Ellmann, können Sie sich auch bitte einmal kurz vorstellen? Gerne. Ich bin hier pädagogischer Anleitung im Kaufhaus Wertvoll. Ich betreue die Mitarbeiter in der Schreinerei und auch die Mitarbeiter im Verkauf. Und Anna Weinkauf hat sich auch noch freundlicherweise zum Gespräch eingefunden. Stellen Sie sich auch bitte kurz vor. Ja, natürlich. Mein Name ist Anna Weinkauf. Ich bin auch pädagogische Anleiterin, genau wie Frau Ellmann. Aber unsere Bereiche unterscheiden sich dahingehend, dass ich für die Mitarbeiter und Teilnehmer der Schneiderei zuständig bin, auch des Verkaufs und auch der Sortierung. Falls Sie sich fragen, warum in einem Kaufhaus gleich mehrere Pädagogen arbeiten? Im Kaufhaus Wertvoll geht es nicht nur darum, Menschen mit geringerem Einkommen günstige Waren anzubieten. Teil des Konzeptes ist es auch, Menschen für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Darüber haben wir auf unserem Rundgang durch das Kaufhaus einiges erfahren. Wir sind heute zu Besuch im Caritas Kaufhaus Wertvoll und wir möchten uns gerne einmal die Räumlichkeiten ansehen. Und vielleicht auch ein paar nette Käufer fragen, wie es Ihnen hier gefällt und ob Sie auch alles finden, was Sie suchen. Mit dabei ist der Herr Weise, die Frau Weinkauf und die Frau Ellmann. Einerseits ist das Kaufhaus Wertvoll ein ganz normales Kaufhaus. Und damit gibt es auch noch Zugangsbeschränkungen, wie uns Roger Weise erklärt. Wir zählen immer noch die Kunden, weil wir wollen das noch nicht aufgeben. Wir haben 50 Körbe bereitgestellt. Demnach sehen wir, wie viele Kunden im Haus sind, wenn jeder einen Korb nimmt, um das zu steuern aktuell noch. Das wird sich wahrscheinlich demnächst ändern, aber wir müssen schauen, was die nächsten Corona-Auflagen sagen. Es wird sehr wahrscheinlich besser werden für uns. Aber trotz alledem müssen wir die Sicherheitsregeln auch hier einhalten, wie in jedem anderen Kaufhaus auch. Tut uns weh, aber wir haben nur 500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Andererseits sind aber rund um den Kassenbereich noch ein paar Büros angeordnet. Zum Beispiel die Büros der sogenannten Anleiter. Deren Funktion erklärt uns Rebecca Ellmann. Hier sehen Sie das Anleiterbüro. Dort sitzen die technischen Anleiter, damit die direkt vor Ort im Arbeitsgeschehen sind. Die sind hier für unsere Mitarbeiter Ansprechpartner. Die koordinieren die Arbeitsbereiche und müssen dementsprechend auch direkt vor Ort verankert sein. Auch die Disposition, die sich um den An- und Abtransport von Waren kümmert, ist im Kaufhaus untergebracht. Außerdem gibt es Beratungsbüros, denn nicht jeder Kunde kann sich die günstigen Möbel leisten und bekommt dann finanzielle Hilfe vom Jobcenter. Jetzt aber geht es zu den Waren. Direkt vorne an beim Schmuck treffen wir die erste Verkäuferin. Sie sind hier in dem Bereich Schmuck und Accessoires. Ist das also Ihr ganzes Arbeitsbereich? Ich mache alles, was im Verkauf ist. Und gefällt es Ihnen? Ja, sehr, sehr. Wie lange machen Sie das schon? Seit Januar. Was war denn das Schönste, was Sie bis jetzt verkauft hast? Ich liebe alles, ich mache alles und ich bin zufrieden. Es folgt ein ganzes Regal mit Schallplatten, die natürlich schon etwas älter sind. Vielleicht eher etwas für Sammler. Tatsächlich treffen wir eine Kundin, die hofft, etwas aus der Zeit von Freddie Quinn zu finden. Aber es gibt auch DVDs und Hörspiele. Und die passenden Abspielgeräte, technisch gewartet, kann man weiter hinten auch erwerben.
Ja, es ist hier ein richtiges Kaufhaus, wenn man hier vorbeigeht. Hier stehen jetzt Regale. Hier sind überall also Geschirr von Tassen, Kaffeeservice, Essgeschirr, querbeet. Und ich würde auch sagen, aus mehreren Jahrzehnten. Was mir auffällt, also die Sachen sind sehr ordentlich, machen einen sehr gepflegten Eindruck. Plötzlich fällt uns eine Treppe auf, die zur Schneiderei führt. Dort ist ein Projekt angesiedelt, das Anna Weinkauf betreut. Hinter der Schneiderei verbirgt sich ein Projekt von uns, an dem auch Menschen sich beteiligen können, die eben auch wieder den Berufseinstieg finden wollen, handwerklich geschickt sind und freundlich sind zu Kunden und Kundinnen. Dort werden Aufträge entgegengenommen, wie zum Beispiel, wenn kleine Änderungsarbeiten vorgenommen werden. Immerhin, wir verkaufen ja hier viel Secondhand-Kleidung und da passt hier und da mal etwas nicht. Es sind ja alles Einzelstücke. Mitten in der Verkaufshalle steht ein großes Möbelstück. Das ist bereits verkauft, worauf in 5 Sprachen, darunter Arabisch und Russisch, hingewiesen wird. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Roger Weise. Also der Großteil unserer Kunden sind ausländischer arabischer Natur und auch denen können wir sehr gerne helfen, machen das auch. Und wenn das Verkaufsschild auch 5 Sprachen ausweist, so damit es jeder auch mitbekommt, dass das Teil verkauft ist. Und weil wir leben quasi im Lager und wir kriegen nicht alles, was geliefert werden soll, ad hoc in die Lagerhalle. Deshalb steht es auch noch 1-2 Tage manchmal im Kaufhaus. Wie wird die denn nach Hause geliefert? Muss man die selber abholen oder? Das hier ist ein Ecksofa. Es sind 2 Teile und die werden mit 2 Leuten die Treppe rauf, Treppe runter zum Kunden in die Wohnung gebracht. Wie man sich eine normale Lieferung halt vorstellt. Die Jungs haben Arbeit, wir geben Arbeit, der Kunde freut sich und am Ende ist das für alle ein Gewinn, ne? Wir haben eigene LKWs, einen eigenen LKW-Fuhrpark. Wir holen am Tag circa 1 LKW voll mit Möbeln ab und liefern auch ungefähr wieder 1 LKW an Möbeln aus. Im Prinzip also eine kleine Spedition. Aber weiter geht es bei unserem Rundgang. Die Schneiderei haben wir schon gesehen. Jetzt kommen wir zur Kleidung. Zu meiner Linken ist die große Schuhabteilung. Und hier ist Kinderabteilung für die Kleinsten. Vom Strampler angefangen bis zu den größeren Sachen. Sehr, sehr schön. Und was mir auffällt, alles nach Größen sortiert, das hat man nämlich auch sehr, sehr selten. Wer macht sich denn die Mühe? Also das machen wir tatsächlich in der Sortierung bei uns. Und dort ist der Wareneingang für Hausrat und Kleidung. Da wird die Kinderkleidung aussortiert, da werden die Herrenkleidung, die Damenkleidung, wird alles aussortiert. Nach Form, Farben, Größe wird ausgepreist. Kalenderwoche, Größe wird draufgeschrieben. Sodass wir auch sehen, wie lange was hier hängt. Ob das schon 2 Wochen oder 3 oder nur 1 Tag da hängt, das wissen wir und können demnach dann auch aussortieren. Was aber an sich schon der Kunde macht am Ende. Und auf dem Weg in die Sortierung sind wir jetzt. Vorbei an Dekomaterial und Kinderbüchern. Was wir dort erleben, hören wir nach der nächsten Musik. Von Mike and the Mechanics, Everybody Gets a Second Chance. Wir sind immer noch auf einem Rundgang durch das Kaufhaus Wertvoll. Das ist das Sozialkaufhaus der Caritas in Wersten. Jetzt zeigen uns Roger Weise, Rebecca Ellmann und Anna Weinkauf die Räume, in die die Kunden normalerweise nicht hineinkommen. Wir werfen jetzt einen Blick in die Sortierung, wo die Möbel und die Kleidungsstücke ankommen und sortiert werden. Also hier kommen Kleidung, Haushaltswaren, alle Kleinteile, die gespendet werden, werden hier abgegeben. Und dann werden die Sachen hier kontrolliert. Wir haben keine Möglichkeit, die Kleidung zu waschen. Dementsprechend würden wir auch alle Spender bitten, die Kleidung so abzugeben, dass wir sie praktisch direkt auch verkaufen können. Wie Sie sehen, werden hier die Sachen kontrolliert, aufgebügelt, aufgehangen, ausgepreist. Die Größen werden auf die Preisschilder draufgeschrieben, damit man da das halt dann auch einfacher einsortieren kann. Hier haben wir eine Ecke, wo die Haushaltsware nochmal sortiert wird, beziehungsweise die Service so zusammengestellt werden, passende Gläser zusammengestellt werden, damit alles hier nach und nach in den Verkauf gehen kann. Leider sind nicht alle Gegenstände, die gespendet werden, noch verkaufsfähig. Manchen sieht man das nicht sofort an, weshalb jeder Gegenstand geprüft wird, wie uns Rebecca Ellmann erzählt. Tassen, die einen Sprung haben oder Gläser, die einen Sprung haben, können wir nicht in den Verkauf geben und die müssen dann hier halt aussortiert werden. Und dementsprechend wird im Prinzip jedes gespendete Teil einmal in die Hand genommen und kontrolliert. Ja, das ist dann wirklich mit viel Mühe verbunden. Wenn man hier so beim Geschirr guckt, es sieht alles so sauber und glänzend aus. Wird das bei Ihnen auch hier gewaschen?
Es wird zum Teil hier auch mitgewaschen, aber wir haben auch häufig Glück, dass die Sachen hier in einem sehr, sehr guten Zustand ankommen. Und wenn wir die Ware so haben, dass man die dann auch direkt mit in den Verkauf gibt, ansonsten muss die halt wieder gereinigt, gesäubert werden. Und dafür haben wir auch unsere Mitarbeiter, die da tatkräftig sich darum bemühen, dass jeder Kunde hier ein schönes Einkaufserlebnis hat. Ursula Eschbach ist Anleiterin in der Sortierung. Sie freut sich über unverhofft gespendete Neuware aus Norderney. Da war jemand hier im Kaufhaus, fand das ganz toll und hat seiner Freundin auf Norderney berichtet, was wir hier für Sachen verkaufen. Und jetzt kriegen wir hier die Sommerkollektion, ganz neue Boutiqueware, wo wirklich sehr hochwertige Sachen auch dabei sind. Also es ist auch immer viel Neuware dabei tatsächlich. Es ist jeden Tag spannend, was hier reinkommt. In den höheren Regalen stehen jede Menge Kartons, die mit den Namen von Festen im Kalenderjahr beschriftet sind. Wir haben immer spezielle Events. Jetzt als nächstes steht Weihnachten an. Dann werden hier die Weihnachtskugeln ausgeräumt. Das sind dann so Sonderflächen, die wir machen. Das Gleiche gilt für Ostern, Halloween. Oktoberfest ist dieses Jahr leider flach gefallen. Aber wir sammeln auch Trachtenkleidung. Hoffen wir, dass wir die nächstes Jahr wieder anbieten können. Karneval ist ein großes Thema natürlich. Auch da hoffen wir nächstes Jahr wieder Jeck zu sein. Es gibt hier noch einen Bereich, für den haben Kunden keinen Zugang. Aber wir haben das Glück und dürfen ihn heute mal besichtigen. Ich sehe Kühlschränke, Waschmaschinen und Fahrräder. Also hier ist der Bereich des Recyclings. Mit anderen Worten, es wird repariert. Was repariert werden kann, vor allem sind das Elektro- und HiFi-Geräte, wird in den Verkauf gebracht. Der Rest wird fachgerecht entsorgt. Orthopädische Geräte und Zweiräder nimmt das Kaufhaus wertvoll zwar an, verkauft sie aber nicht selbst. Die Gründe erklärt uns Roger Weise. Wenn Fahrradfrauen sind zum Beispiel ein Zweiradmechanikermeister, den haben wir nicht in Haus. Bei Reha-Mitteln, das dürfen wir auch nicht verkaufen. Stelle sich vor, derjenige hat damit einen Unfall und es passiert etwas, sind wir dafür verantwortlich, dass der sich verletzt hat. Deshalb federn wir sowas ab und verkaufen es dann erst gar nicht. Ne? So, hier haben wir die Möbelabteilung. Schlafzimmer, groß verschiedene Arten von Betten, Kommoden. Hier ist unser kleines Lager, hier geht alles rein und raus, wird dann hier aufgeladen und morgens um 9 Uhr beim Kunden abgeliefert, beziehungsweise rückwirkend dann ab 9 Uhr vom Kunden abgeholt. Das Ganze findet hier im Lager statt und hier wird es dann aufgearbeitet, gesäubert, repariert eventuell auch und geht dann in den Verkauf. Schließlich kommen wir noch in die Schreinerei. Im Gegensatz zu den alten Räumen auf der Völklinger Straße ist sie um einiges größer geworden. Obwohl viel zu tun ist, kann hier aber nicht jeder arbeiten, wie uns Rebecca Ellmann erklärt. Hier haben wir den Maschinenraum, wo auch nicht alle Mitarbeiter arbeiten dürfen. Wir haben hier in der Schreinerei arbeiten sowohl Vertragsleute als auch Menschen, die eine Arbeitsgelegenheit machen. Und da muss man immer nach Fähigkeit und Fertigkeit gucken, wer woran darf, da wir da natürlich auch die Verantwortung haben, dass sich hier niemand verletzt. Damit endet unser Rundgang durch das Kaufhaus. Wir hatten noch einige Fragen zu den Hintergründen des Sozialkaufhauses. Die haben wir im Anschluss gestellt. Die Antworten hören Sie nach der nächsten Musik. We Will Rock You von Queen. Übrigens ein Lied, das als absolut motivierend bei körperlicher Arbeit gilt. Bei dem Caritas-Kaufhaus wertvoll handelt es sich ja um ein Sozialkaufhaus. Frau Weinkauf, was bedeutet Sozialkaufhaus? Wir sind ein Sozialkaufhaus, weil wir gemeinnützig sind. Wir stellen hier Mittel, also in Form von Waren, zur Verfügung an Leute, die halt eben potenziell weniger Geld haben zur Verfügung. Und wo die Möbel und eben die Waren, die hier eingekauft werden, auch der Einkauf selbst vom Jobcenter unterstützt wird. Zum Beispiel über die Kostenzusicherungsscheine, mit denen die Leute hier hinkommen können und sich halt eben die Ware, die sie benötigen, einkaufen können. Und die Kostenübernahme wird eben durch das Jobcenter in dem Sinne zugesichert. Genau, wir sind gemeinnützig, bedeutet und ein Sozialkaufhaus, was aber nicht bedeutet, dass wir andere Kunden, also Kunden, die von sich nicht behaupten könnten, dass sie zu wenig oder sehr wenig Geld zur Verfügung haben. Wir schließen diese Kunden auch nicht aus. Auch diese Kunden können hier einkaufen kommen, bekommen jedoch nicht die Vergünstigungen, die halt eben Menschen mit einem geringeren Einkommen bekommen. Ja, deswegen sind wir ein Sozialkaufhaus. Das unterscheidet uns eben von anderen großen Kaufhausketten oder Kaufhäusern. Wir haben uns ja eben das Kaufhaus einmal angeguckt und einen kleinen Rundgang gemacht. Und es gibt ja verschiedene Abteilungen, Schreinerei und Textil. Was kann der
Interessierte überhaupt dort alles kaufen? Also Textilien erklärt sich fast von selber. Wir haben unterschiedliche Waren, Herrenbekleidung, Damenbekleidung, Kinderbekleidung, Schuhe, Haustextilien, also Bettwäsche, Handtücher etc. Da kann man alles nach Gusto, Kleidergröße, Bedarf einkaufen. In der Schreinerei werden halt Möbel teilweise angefertigt, wo die Kunden sich halt dann das Passende aussuchen können. Ja, die Preise sind ja an sich, was wir gesehen haben, auch recht günstig. Aber wie finanzieren Sie Ihren Betrieb? Ich habe eine Menge Menschen gesehen, die bei Ihnen arbeiten. Genau, wir sind hier beim Caritasverband im Bereich berufliche Integration und wir bieten sehr, sehr viele Arbeitsgelegenheiten an. Sprich Menschen, die vielleicht längere Zeit arbeitslos waren, die wieder versuchen, einen Schritt in die Richtung Beschäftigung zu gehen, können bei uns an einer sogenannten Arbeitsgelegenheit teilnehmen. Und da haben wir in allen Bereichen halt viele Stellen, die durch diese Personen dann auch besetzt werden können. Und dementsprechend haben wir hier sehr viele Mitarbeiter täglich. Wenn man auf Ihre Internetseite guckt, steht immer, dass die Preise den Kosten angepasst sind. Aber die Kosten variieren doch, je nachdem, ich sage, ein Kleingerät oder wirklich ein großes Möbelstück. Wie ist das zu verstehen? Wir hatten vorhin ja schon die Kostenzusicherungsscheine angesprochen. Da haben wir im Prinzip auch Vorgaben vom Amt, welche Preise uns wieder zurückerstattet werden. Und an diesen Preisen orientieren wir uns. Ich habe noch eine Frage zu der Akzeptanz bei den Käufern. Auf der einen Seite kann man ja bei den günstigen Preisen auch davon ausgehen, dass sich auch hier ein Schnäppchenjäger einfinden. Andererseits bei der Gruppe der Bedürftigen sieht das ja natürlich anders aus. Sie sind froh, wenn Sie eventuell etwas Preiswerteres bekommen. Fühlen Sie nicht der ein oder andere dadurch auch diskriminiert und fühlt sich irgendwie, sag mal, fast abwertend, alte Dinge zu bekommen? Oder ist das nicht so? Also Sie haben natürlich recht, wir haben hier häufig ältere Sachen, wir haben tatsächlich aber auch sehr häufig Neuware hier im Angebot, sodass alle unsere Kundinnen und Kunden glücklich werden können, wenn sie sich hier umgucken. Ich sag mal so, unsere Preisspanne ist ja wirklich sehr niedrig, also die beginnt ja wirklich bei sehr vielen Sachen wirklich sehr, sehr niedrig. Kundinnen und Kunden, die bedürftig sind, haben zumeist oft auch Anspruch auf 30% Rabatt, eben durch die Vorlage eines Düsselpasses mit Personalausweis und können dann die Dinge auch nochmal etwas günstiger erwerben, als sie ausgepreist sind. Von daher kann hier eigentlich jeder Mensch irgendwo mal ein Schnäppchen machen. Arbeiten Sie auch mit Ehrenamtlern? Im geringeren Maße arbeiten wir auch mit Ehrenamtlern, aber hauptsächlich mit Arbeitsgelegenheiten. Ihre Mitarbeiter hier, arbeiten die nur auf eine bestimmte Zeit oder hat man auch die Möglichkeit einer Festanstellung? Es gibt bezuschusste Verträge, das sind aber im geringeren Maße die Arbeitsverträge, die hier abgeschlossen werden. Also ist das mehr zu sehen, sozusagen Übergang vielleicht wieder auf dem Weg in eine Festanstellung? Das ist der Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt, das ist das Sprungbrett auf den ersten Arbeitsmarkt. Wir fördern so weit, dass wir meinen, jo, der schafft es jetzt. Und dann lassen wir natürlich Leute auch liebend gerne gehen. Das ist so unser Ziel, unser aller Ziel, dass die Menschen, die hier ihre Arbeitsgelegenheit beginnen und erfolgreich auch absolviert haben, dass die auch erfolgreich auf den ersten Arbeitsmarkt, in den ersten Arbeitsmarkt einmünden können. Wir arbeiten hier grundsätzlich in einem Tandem, technischer Anleiter und pädagogischer Anleiter. Die pädagogischen Anleiter sind halt die Schnittstelle zum Jobcenter. Wir sind der Erstkontakt, wenn die Menschen dann hier anfangen und arbeiten und wir die kennenlernen. Häufig sind halt mehrere Probleme, die im privaten Bereich vielleicht dann drücken. Und da helfen wir natürlich sehr, sehr gerne aus. Wir haben sowohl hier im Haus den Energiesparservice, demnächst zieht die Arbeitslosenberatung noch hier mit in die erste Etage. Dann haben wir noch eine Kollegin, die sich um Qualifizierung kümmert und eine Kollegin, die sich um AGH-Stabilisierung, nennt sich das, kümmert. Das ist ein Projekt
für Menschen, die einen Suchthintergrund haben. Also wir versuchen hier wirklich flächendeckend sämtliche Problemlagen zu unterstützen. Wenn wir da Bescheid wissen, dann können wir auch weiter vermitteln. Wir sind hier im Caritasverband sehr, sehr gut vernetzt. Wir können auch Kontakt zur Suchtberatungsstelle herstellen oder auch zur Schuldnerberatungsstelle. Also uns sind viele Problemlagen bekannt und das ist auch mit unserer Aufgabe, da die Leute zu unterstützen und denen da zu helfen. Aber was auch wissenswert wäre, ist, dass viele Mitarbeiter, die wir hier haben, schon lange vom Arbeitsmarkt weg sind. Und hier erleben die sich wieder in einem Team. Die haben wieder eine Tagesstruktur. Die erleben eine Arbeitswoche und ein Wochenende, was sehr, sehr wichtig ist. Die haben hier eine soziale Teilhabe, Erfolgserlebnisse. Und da merkt man wirklich, wie viele Leute hier aufblühen, dass die hier gerne hinkommen, weil die einfach merken, dass es ihnen hier viel bringt. Das ist nicht nur, ach, ich muss zur Arbeit, ich muss früh aufstehen, sondern viele freuen sich wirklich herzukommen, weil die hier einen Ort finden, wo sie angenommen werden und wo sie gut aufgenommen werden. Wir haben heute wirklich sehr viel Neues, Interessantes über das Kaufhaus Wertvoll erfahren und ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Sie hören Menschen in der Kirche 2.0. Wenn Sie mögen, stellen wir auch Ihr kirchliches Engagement, Ihre Aktion oder Ihr religiöses Anliegen in dieser Sendereihe vor. Der Kontakt wird über das ASG Bildungsforum hergestellt. Wir freuen uns auf Ihre Themen. Falls Sie das Kaufhaus Wertvoll an der Harfstraße 40 unterstützen möchten, machen Sie gerne Werbung oder kaufen Sie dort ein. Wenn Sie gebrauchte Gegenstände oder Kleidung spenden möchten, setzen Sie sich bitte mit dem Kaufhaus Wertvoll vorher in Verbindung. Wie genau das geht, ist ausführlich auf www.caritas-düsseldorf.de beschrieben. Wir sind damit fast am Ende der Sendung angelangt, aber eben nur fast. Ab diesem Monat wollen wir Ihnen regelmäßig in einem aktuellen Fenster Neuigkeiten aus der Stadtkirche in Düsseldorf vorstellen. Das hören Sie direkt im Anschluss. Ich verabschiede mich schon einmal von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Ihre Laura Eckbers. Das aktuelle Fenster aus der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforum. Heute mit Barbara Baumann. Die katholische Kirche Düsseldorf hat ein weihnachtliches Geschenkpapier entworfen, um die frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi in frischer Weise zu verkünden. Die Idee dazu ist bereits vor 2 Jahren im Rahmen der missionarischen Kampagne Himmelsleuchten entstanden. Corona-bedingt konnte die Idee aber leider erst in diesem Jahr umgesetzt werden. Entstanden ist ein originelles Wimmelbild mit vielen bekannten Düsseldorfer Orten. Die Weihnachtsgeschichte spielt mitten in Düsseldorf. Die Hirten lagern mit ihren Schafen auf den Oberkasseler Rheinwiesen und Maria und Josef sind in der Altstadt auf Herbergssuche. Die Weihnachtsgeschichte spielt also mitten in unserer schönen Landeshauptstadt. Ein Bogen ist 670 x 980 mm groß. Das Düsseldorfer Motiv ist zweimal abgebildet und die Rückseite ist durchgehend beschriftet. Ein Bogen kostet 1 Euro. Die Bögen sind zu bestellen bei katholisches-düsseldorf.de. Die bestellten Bögen können im Maxhaus im Foyer Schulstraße 11 abgeholt werden oder aber Sie können sie sich auch direkt nach Hause liefern lassen. Vielleicht packen Sie die Geschenke für Ihre Lieben in diesem Jahr mit der frohen Botschaft ein und bereiten damit allen eine ganz besondere Freude. In diesem Sinne, Ihre Barbara Baumann.